Lyrikschule. Gedichte verstehen. Marie-Louise Kaschnitz. Nicht gesagt. Nicht gesagt, was von der Sonne zu sagen gewesen wäre. Und vom Blitz nicht das einzig Richtige, geschweige denn von der Liebe. Versuche, Gesuche, misslungen, ungenaue Beschreibung. Weggelassen das Morgenrot, nicht gesprochen vom Sämann und nur am Rande vermerkt den Hahnenfuß und das Veilchen. Euch nicht den Rücken gestärkt mit ewiger Seligkeit, den Verfall nicht geleugnet und nicht die Verzweiflung. Den Teufel nicht an die Wand, weil ich nicht an ihn glaube, Gott nicht gelobt, aber wer bin ich, das? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lyrikschule, der ersten Folge im neuen Jahr 2022. Und ich darf schon verraten, in diesem Jahr wird es die ein oder andere Neuerung geben. Ich habe nämlich vor, zumindest einige der Folgen mit Gästen aufzunehmen. Das ist eine Neuerung für mich, sowohl technisch als auch konzeptionell. Aber ich freue mich schon sehr darauf und die ersten Gäste sind auch schon eingeplant. Mein Name ist Johannes Thiele und ich begrüße alle Stammhörer, aber natürlich auch die neuen Hörer. Ich bin meines Zeichens Deutschlehrer am Gymnasium und betreibe diesen Podcast jetzt fast ein Jahr. Und der funktioniert so, dass ich in jeder Folge ein Gedicht einspreche. Manchmal sind es auch mehrere und zu diesem Gedicht danach eine kleine Interpretation liefere. Die Texte sind in jedem Fall deutsche Gedichte und sie stammen von Autoren und Autorinnen aus allen Zeiten der deutschen Literaturgeschichte. Also vom Mittelalter bis zur Gegenwart ist alles dabei. In der heutigen Folge geht es um ein kurzes, scheinbar einfaches Gedicht. Vielleicht wird diese Folge auch nicht sehr lang. Das mag sein, wir werden es sehen. Und doch scheint mir das Gedicht in seiner Kürze und Simplizität trotzdem ein großes zu sein. Es stammt von Marie-Louise Kaschnitz und zwar aus dem Jahr 1965. Kaschnitz selbst lebte von 1901 bis 1974. Das Gedicht entstand also beinahe 10 Jahre vor ihrem Tod, obwohl sich darin schon, setzt man lyrische Sprecherin und Dichterin gleich, eine gewisse Schlussstrichgeste empfinden lässt. Es klingt wie eine Abrechnung am Ende einer Schaffensphase, am Ende des Lebens gar, eine Bilanz darüber, was man nicht gesagt hat, sprich lyrisch oder literarisch nicht verarbeitet hat, weil die Zeit gefehlt hat, weil es unmöglich war oder weil man es nicht wollte. Ich werde den Text im Folgenden recht stark biografisch lesen, wobei ich damit nicht ausschließen möchte, dass es nicht auch andere Lesarten gibt, die genauso gut funktionieren mögen. Ich glaube aber, dass es helfen kann, einen guten Sinn in diesen Text zu bekommen. Gehen wir die 4 Strophen einmal durch. Eingeleitet wird die erste mit einer Wiederholung des Titels Nicht gesagt, um diesen inhaltlich zu betonen und gleichzeitig einen syntaktischen Anschluss in den folgenden Versen zu ermöglichen. Nicht gesagt ist Titel und gleichzeitig Thema des Textes. Eine lyrische Reflexion über das Unausgesprochene, Versäumte. In der 1. Strophe werden uns direkt Beispiele gegeben, was das lyrische Ich bisher zu sagen nicht in der Lage war. Sonne, Blitz und die Liebe. Aber das Ganze mit einer Einschränkung, denn es geht nicht darum, dass sie überhaupt nichts darüber zu sagen wüsste, sondern darum, dass sie nicht das gesagt hat, was zu sagen gewesen wäre oder das einzig Richtige. In ihren Augen hat sie es nicht vermocht, diese Gegenstände also wirklich zu treffen, sie in ihrem Wesen zu erfassen. Und das verwundert bei den genannten Dingen auch nicht.
Sicherlich kann man vieles über die Sonne sagen, in einem wissenschaftlichen Sinn, dass sie das Zentrum unseres Sonnensystems ist, dass sie ein Stern unter anderen ist, dass sie das Leben auf der Erde erhält, dass dort eine Fusion von Wasserstoff und Helium stattfindet, aus der die Sonnenstrahlung ihre Energie zieht und so weiter. Aber das sind nun Dinge, die die Dichterin vielleicht nicht für wesentlich hält, sind nicht das, was zu sagen gewesen wäre. Das ist letztlich auch noch keine Literatur, nicht wahr, wenn man nur wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Fakten aufzählt. Wer wissen möchte, wie ein würdiges Gedicht über die Sonne aussehen könnte, der sollte an dieser Stelle vielleicht sich Folge 32 An die Sonne von der Bachmann vornehmen und hören. Da bekommt man einen Eindruck, was womöglich literarisch von der Sonne zu sagen wäre. Und auch von Marie-Louise Kaschnitz gibt es ein Sonnengedicht, und zwar mit dem Titel Liebe Sonne, das sich zu lesen unbedingt lohnt. Und an diesem Punkt glaube ich, dass man es auch ein bisschen anzitieren muss. Was sagt sie darin eigentlich? Thematisch gibt es Parallelen zu dem Text der heutigen Folge, denn sie drückt darin, vereinfacht gesagt, zunächst einen Wunsch danach aus, nach dem Tod Frieden zu haben und nicht im christlichen Sinne wieder aufzuerstehen. Da heißt es, wir glauben, es zwänge uns niemand aufzuerstehen, späterhin in das Licht, in die gewaltige Anstrengung ewigen Lebens. Ja, die Anstrengung ewigen Lebens, das Nachdenken über das Nachleben, das hier nicht, wie es in Religionen sonst üblich ist, gefeiert wird, sondern vor dem man sich beinahe fürchtet. Und trotzdem spricht sie da mit religiösem Vokabular. Auch sie glaubt in diesem Text. Auch sie hat kein Wissen über das, was nach dem Tod kommt. Aber ihr Glaube, ihre Hoffnung zielt eben auf das Ende, das Ruhefinden und nicht auf unendliche Fortsetzung und Auferstehung. Doch am Ende dieses Textes kommt die titelgebende Sonne dann zum Tragen. Sie spart sich das ganz lange auf. Wir haben es erst im Titel und dann müssen wir sehr lange darauf warten, bevor die Sonne tatsächlich kommt. Und da heißt es dann, aber die unvermindert tätige Zeugenschaft küssender Lippen, liebe Sonne, schöne Erde, ewig, ewig weiß es besser. Ich verstehe diese Zeilen so, dass sie als rationaler Mensch, der eine von Weltkriegen geprägte grausame Zeit erleben musste und deren vielleicht bekanntestes Gedicht Hiroshima auch ein Kriegsgedicht und ein Nachdenken über das Böse ist, dass so ein rationaler Mensch eigentlich mit dem Tod das endgültige Ende erwartet, in ihrem Fall sogar erhofft, und der doch durch die Konfrontation mit der Realität, mit der Liebe, der Schönheit des Lebens den Wunsch doch nachvollziehen kann, ewig, ewig zu sein. Also jemand, der sich eigentlich wünscht, dass es aufhören soll, den aber doch Erfahrungen im Leben, die Wärme der Sonne zu spüren, unter der Sonne zu lieben, diese Erfahrung bewegen sie dann doch dazu, an ihrem Entschluss, an ihrer Hoffnung zu zweifeln. Also hat die Kaschnitz durchaus etwas Literarisches über die Sonne zu sagen gehabt, aber in der eigenen Wahrnehmung eben doch nicht genug. Der Dichtende ist ja nie mit seinen Sprachmitteln ganz zufrieden. Das zeigt sich auch hier. Was den Blitz angeht, das ist ja der nächste Gegenstand, der von ihr genannt wird, so habe ich keinen Text gefunden, in dem sie das ganz unmittelbar aufarbeitet. Aber ich bezweifle eigentlich nicht, dass es irgendwo in ihrem Werk auch eine lesenswerte Stelle über einen Blitz gibt. Vielleicht gar nicht als Gedicht, sondern in einer Erzählung. Marie-Louise Kaschnitz hat ja auch Romane, Erzählungen geschrieben. Nun, aber das Dritte dann, was sie hier in der ersten Strophe aufgezählt hat, war ja die Liebe. Und auch da kann man dieser Autorin nun nichts vorwerfen. Ihre Liebesgedichte gehören zu den schönsten, die es gibt. Und selbst in dem eben erwähnten Liebe Sonne scheint mir eher ein Liebesgedicht zu stecken als eine Preisung unseres Zentralgestirns. Nun, sei es drum. Wir können
nach der ersten Strophe festhalten, die Autorin hat Treffliches auszudrücken vermocht, und doch nennt sie diese Texte lediglich Versuche, Gehsuche und eigentlich misslungene, ungenaue Beschreibung. Sie geht hart mit sich ins Gericht. In der zweiten Strophe fährt sie fort, Dinge aufzuzählen, denen sie sich in ihren Augen nicht genug gewidmet hat. Wiederum Naturgegenstände. Das Morgenrot, Hahnenfuß und Veilchen werden da genannt, die eine poetische Verarbeitung wert sind, aber nicht ausreichend, nicht genug getroffen wurden. Vielleicht, weil sie in ihrem Leben andere Themen hatte, die es nicht erlaubt haben, über diese Gegenstände zu schreiben. Vielleicht deshalb, weil unsere Sprache zu begrenzt ist, die Wirklichkeit wirklich zu erfassen und darzustellen. Dazu nennt sie auch noch den Sämann, also einen Bauern, der die Saat auf dem Feld ausbringt. Ein unscheinbares Wort an dieser Stelle und doch mächtig aufgeladen mit Bedeutung, so dass ich sie hier nur ganz kurz andeuten kann. Zunächst einmal fallen einem dazu vielleicht Gleichnisse aus der Bibel ein und auch die gleichnamige Bronzeplastik von Constantin Meunier, die überlebensgroß zum Beispiel auf der Berliner Museumsinsel steht, aber auch millionenfach kopiert und en Miniature Wohnzimmer schmückt. Kommen wir aber zu den biblischen Gleichnissen, die den Sämann ja zum Hauptgegenstand haben. Es gibt da im Neuen Testament gleich mehrere Gleichnisse, die das Säen und den Sämann aufgreifen. Mitunter wird sogar Jesus selbst auch als dieser Sämann dargestellt. Das wahrscheinlich bekannteste dieser Gleichnisse aus dem Markus-Evangelium lautet wie folgt. Ich zitiere: Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf, und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte, und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdurrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sproßten auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproßte und wuchs. Und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. In der Exegese, also in der Bibeldeutung, liest man dieses Gleichnis so, dass nicht alle Samen aufgehen, ebenso wie Gottes Botschaft nicht alle Menschen erreicht. Diese Botschaft ist das Evangelium und es ist auch die Verkündung des Himmelreichs, zielt also wieder auf das Leben nach dem Tod, ja, ein Thema, das wir nun erneut hier angespielt finden. Ein anderes Gleichnis findet sich in Matthäus 13 zum Sämann. Dort wird gute Saat ausgebracht, aber auch Unkraut. Als es zur Ernte kommt, wird das Unkraut verbrannt und der Weizen geerntet. Jesus, der dieses Gleichnis erzählt, gibt auch gleich die Deutung mit auf den Weg. Da heißt es: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt, der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Wiederum die Aufforderung, zu hören und Gottes Botschaft anzunehmen, da sonst beim jüngsten Tag über sie gerichtet wird. Gar nicht freundlich klingt das hier.
Sie sollen in den Ofen geworfen und verbrannt werden. Kein Deutscher kann das nach 1945 unbefangen lesen. Und wenn man so darüber nachdenkt, sollten auch Märchen wie Hänsel und Gretel vielleicht nicht mehr Kinder vorgelesen werden. Jedenfalls nicht, wenn es eine Deutung nahelegt, dass manche Menschen verbrannt gehören. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zum Text, der, wie wir sehen, auf der Oberfläche ganz unscheinbare Begriffe aneinanderreiht, die nicht gesagt wurden. Ist man aber empfänglich für die Resonanzräume dieser Begriffe, ergeben sich neue Bedeutungsebenen und sie werden noch plausibler, wenn man die folgenden beiden Strophen einbezieht. Da heißt es dann nämlich, euch nicht den Rücken gestärkt mit ewiger Seligkeit, den Verfall nicht geleugnet und nicht die Verzweiflung. Hier wendet sich das lyrische Ich nun ganz direkt an die Leser, an die Menschen, denen es eben nicht Geschichten von ewiger Seligkeit und transzendentem Glück erzählen konnte. Das war sein Lied nicht. Im Angesicht der Schrecken des 20. Jahrhunderts ist die Hoffnung schwach und schal. Was real ist, ist der Verfall und die Verzweiflung, die nicht zu leugnen sind. Die Rede von Gott und Teufel stehen dem lyrischen Ich nicht zu. Vom Teufel, der nur in einer Ellipse erwähnt wird, sagt es explizit, dass es nicht an ihn glaubt. Bei Gott ist die Haltung nicht so klar. Da heißt es ja, Gott nicht gelobt, wer bin ich das? Auch hier eine Ellipse, ein unvollständiger Satz, ein Gedanke in der Schwebe. Wir könnten den Satz so fortsetzen. Wer bin ich, dass ich, unbedeutender Mensch, die sprachliche Macht hätte, Gott angemessen zu loben? Das wäre eine nichtsdestotrotz gläubige, demütige Haltung. Es könnte aber auch heißen, wer bin ich, dass ich, ungläubiger Mensch, von Gott reden sollte? Es sind auch noch weitere Fortsetzungen denkbar, aber darauf kommt es hier am Ende auch nicht an. Das Entscheidende ist, dass die Dichterin sich hier bewusst für das Unvollständige, das Fragment entschieden hat. Diese Ellipsen sind ein Kunstgriff. Es gelingt der Autorin damit, das Thema des Textes, Ratlosigkeit, die Erkenntnis der Beschränktheit, das lakonisch-pessimistische, formal darzustellen. Das Nichtgesagte wird so in der Unvollständigkeit der Verse augenscheinlich. Und es lässt auch die Möglichkeit offen, diese Erkenntnisse zu übertragen. Nicht nur ein Dichter oder eine Dichterin sagt nicht alles und kann nicht alles sagen. Jeder Mensch ist in seiner Endlichkeit beschränkt und unfähig, alles zu sagen, alles zu tun. Ja, und insofern ist es auch ein Gedicht über die Grenzen des Menschen an sich. Also zusammengefasst kann man sagen, ein Text, der auf der Oberfläche einfach klingt. Er klingt wie ja, die Reflexion eines scheinbar atheistischen Menschen, der Rechenschaft darüber gibt, was er alles nicht gesagt hat, nicht sagen konnte, nicht sagen wollte. Aber in diesen Reflexionen, wenn man etwas tiefer bohrt, verbergen sich dann eben Anspielungen auf das eigene Werk oder auf anderes Bildungsgut, zum Beispiel hier diese Bibelgleichnisse. Ich habe natürlich, das ist mit intertextuellen Bezügen immer so das Problem, ich habe natürlich keinen Beweis, dass die Kaschnitz mit dem Wort Sämann auf diese Bibelstellen referiert. Das ist alles dann nur ein Indizienbeweis. Aber ich finde, es macht doch sehr viel Sinn und es passt zum restlichen Text, wenn man es in diesem Kontext sieht. Und das ist auch alles, was ich zum heutigen Text sagen möchte. Aber eines bleibt noch zu sagen, denn ich habe eine Zusendung bekommen zur Folge Ein Zahlengedicht von Rühm. Und da hatte ich ja die Theorie aufgestellt, dass man das vielleicht mit der 12-Ton-Technik auch musikalisch umsetzen könnte, diese Zahlenfolgen, die er in seinem Gedicht nutzt. Und ich möchte einen Auszug zumindest aus dieser kleinen Komposition hier anbringen.
Es ist keine schöne Musik, aber das war auch nicht zu erwarten. Könnte das klingen. Und wer in Zukunft mir auch noch weiterhin Anregungen schicken möchte oder Wünsche für neue Gedichte, der kann es gerne tun unter der Adresse lyrikschule@outlook.de. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.